Ja, ganz herzlichen Dank, Benjamin Bongert, für diese Einführung. Benjamin Bongert hat gerade hingewiesen auf die ganzen vorverpackten Waren, die in unseren Supermärkten vorzufinden sind. Emily Florenkowski wird jetzt eine kleine Einführung geben, wie es anders gehen kann. Damit beschäftigt sie sich nämlich beruflich. Können Sie mich hören? Ja. Genau, danke Sabine. Emily Florenkowski heiße ich nochmal. Ich bin die Gründerin von Unverpackt Einkaufen und seit 2014 entwickeln und vertreiben wir Ausstattung und Konzepte für den losen Verkauf von nachfüllbaren Produkten, vor allem Trocken-Lebensmittelprodukte, aber auch Waschen- und Reinigungsmittelkonzepte. Aber ein anderer sehr wichtiger Teil meiner Arbeit, ich beschäftige mich allgemein mit Verpackungsalternative und möchte in diesem Bereich ein europäisches Netzwerk gründen. Also das unverpackte Modell möchte ich im breiteren Kontext besprechen heute als ein von vielen guten Beispielen des Precyclings, also der Vermeidung von Abfall, insbesondere Verpackungsabfall, bevor er überhaupt entsteht. Ich bedanke mich sehr bei den 6 Referenten, die auch innovative Praxis heute vorstellen. Einige sind sehr etabliert, haben schon viel bewegt bezüglich Abfallvermeidung und einige sind etwas neue Initiative, aber alle sehr spannend und schon sehr vorbildlich. Also Stichwort Alternative für heute. Wir waren letzte Woche bei der Eröffnung der Woche zur Abfallvermeidung bei der Berliner Stadtreinigung und haben viele spannende Vorträge gehört. Ich sehe die Namen, Entschuldigung. Maria Kautzberger, genau, Präsidentin vom Umweltbundesamt, hat auch viel Wert auf Alternativen gelegt. Also sie sollen sich schrittweise verbessern und verbreiten. Und viele haben versucht, Vermeidung zu definieren, was nicht sehr leicht ist, weil es eben bei jedem Produkt bedarf es eine andere Vermeidungsstrategie. Und die Erklärung fand ich ganz gut. Es wurde auf 2 Punkte gebracht. Vermeidung, es geht um die Produktgestaltung, aber auch um Kopfsache. Also es geht um Design für Recycling, verlängerte Nutzungsdauer, vor allem bei Geräten. Konsumenten können nutzen statt besitzen oder reparieren statt wegwerfen. Das sind alle super Strategien, aber ich frage mich immer, was machen wir mit der Verpackung? Wie soll Verpackung eine verlängerte Nutzungsdauer haben und reparieren müssen wir auch die Verpackung nicht? Also ich habe das ein bisschen interpretiert für Verpackung. Es geht auch um die Produktgestaltung, aber Design für Reuse muss vorangetrieben werden. Kopfsache. Auch Konsumenten, Industrie und Handel müssen sich an Wiederverwendung gewöhnen. Hier sind ein paar Bilder, so schicke Reuse-Verpackungen für Verbraucher, aber auch Logistik und Systeme, die das Verwenden im Handel überhaupt ermöglichen. Um genau solche Themen mit anderen Experten zu untersuchen, habe ich letztes Jahr ein erstmal informelles Netzwerk initiiert. Unter dem Motto Precycle Europe. Wir sind eine Kerngruppe, Leute aus der Abfallwirtschaft, aus Industrie und Wissenschaft und wir beschäftigen uns alle auf unterschiedliche Weise mit Abfallvermeidung, mit Verpackungsalternativen und so weiter. Es gibt eigentlich keine vereinigte Plattform zum Austausch in diesem Bereich. Viele Blogs und Webseiten, viele Medienberichten gibt es, aber keine nützliche Infoplattform zum Thema Verpackungsabfallvermeidung auf europäischer Ebene. Und mit einem Precycle Europe Netzwerk soll EU Best Practices geteilt werden. Es soll eigentlich eine Dialoge daraus entstehen, die nicht nur politisch und wissenschaftlich, sondern auch wirtschaftlich relevant ist. Also wir wollen uns zum Stand der Dinge in den jeweiligen Ländern austauschen, aber eben auch die Fragen, uns mit den Fragen beschäftigen, Verpackungsvermeidung als Geschäftsmodell, wie geht das? Was wäre eine geeignete Plattform für den internationalen Austausch? Und wie können wir gemeinsam Verpackungsalternativen in die Öffentlichkeit und in den Handeln voranbringen?
Also die Böll-Stiftung ermöglicht nicht nur diese Veranstaltung, wie gesagt, sondern auch einen Workshop für morgen. Mit unserer Kerngruppe wird das das erste Treffen sein und wir haben oder ich habe viele weitere Initiative eingeladen und wir möchten dann morgen als Arbeitskreis gemeinsam arbeiten, um eben diese Leitfragen zu behandeln. Ich stelle Unverpackt als Initiative Praxis kurz vor und dann möchte ich auch die andere Initiative, die morgen dabei sind, kurz vorstellen. Warum ist es innovativ, Unverpackt zu verkaufen oder einzukaufen? Unser Ansatz ist ein Gesamtkonzept für Ausstattung und alle Liefer- und Verkaufsprozesse, weil an allen Schritten wollen wir die Verpackungsmaterialien reduzieren durch die Umstellung auf Großgebindeverpackung. Und Reuse-Systeme, Mehrweglösungen nicht nur bei der Verkaufsverpackung, sondern auch bei der Transportverpackung zu fördern. Ziel ist es, dieses Gesamtkonzept soll zum Teil des alltäglichen Einkaufens werden. Also bestehende Läden und Supermärkte sollen ein Teilsortiment an losen Waren neben das normale Sortiment anbieten können. Ich glaube sehr an diesem Modell. Ich kenne das auch schon länger als Konsumenten eigentlich in den USA, wo das weiter verbreitet ist. Ich finde, es ist ein sehr praktisches und schönes Einkaufserlebnis, auch über das Verpackungsargument hinaus. Aber das Konzept soll optimiert werden, um diese Einsparung entlang der Lieferkette zu realisieren. Weil, wie gesagt, es geht nicht nur um die 250 Kilo Verpackungsabfall, die jeder in Deutschland jährlich produziert, sondern auch die Transportverpackung, die eigentlich hinter der Kulisse entsteht. Also solche Zahlen sind auch gravierend. Aus einem Warenzentrallager von einem der großen deutschen Handelskette sind bis zu 600.000 Verkaufseinheiten täglich verschickt. Und das entspricht über 4 Millionen Kartons, die täglich aus einem Zentrallager geschickt werden. Also neue Verpackungsstrukturen, Mehrweglösungen und Alternative sind auf jeden Fall notwendig, um solche Systeme zu hinterfragen. Unverpackt einkaufen kann einen super Beitrag leisten. Und vielen Dank an Milene Glimbowski, ich weiß nicht, ob sie da ist, aber sie von Original Unverpackt hat diese Karte entworfen, um eben die Dynamik im deutschen Markt und auch in der Schweiz, in Österreich zu zeigen. Seit 2014 gibt es viele Neugründungen. Das sind meistens Geschäfte, die es geschafft haben, ein möglichst Vollsortiment an Waren ohne Einwegverpackung zu verkaufen. Das ist aber viel leichter gesagt als getan. Deswegen ist es wirklich notwendig, auch andere Ansätze, das Problem so ganzheitlich zu betrachten. Und ich möchte auch die andere Initiative im morgigen Kreis kurz vorstellen. Die Unternehmen, die dabei sind, das sind das Tiffen-Projekt. Tiffen ist ein Leihsystem als Alternative zum Plastik- und Wegwerf-Takeaway-Verpackung gedacht. Und mit Förderung von der Stiftung Naturschutz Berlin und auch einer Crowdfunding-Summe von über 30.000 Euro konnten sie das System unter einige Restaurants schon einführen. Unisapon ist ein österreichischer Seife- und Waschmittelhersteller mit klarem Konzept für Verpackungsreduktion. Einmal durch den Verkauf von hochkonzentrierte Produkte, die dann immer wieder zu Hause verdünnt werden können. Und einmal durch Großgebindeverpackung, Kanister bzw. Nachfüllstationen, die sie schon seit den 80ern anbieten. Das Tütle ist, ich zitiere, das vielleicht am umweltfreundlichsten Einkaufstüte der Welt. Das sind Einkaufstüten aus 100% Recyclingpapier, die als zweite Nutzung oder als Mehrfunktion für die Sammlung von Bioabfall hergestellt sind. Unverpackt Kiel ist der erste deutsche Unverpackt-Geschäft. Die Gründerin Marie de la Pia entwickelt auch Abläufe und Logistikprozesse weiter für den losen Verkauf. Die Verbände sind Life e.V. Mit dem Projekt Mehrwege als Einweg im Klimaschutz arbeiten die gezielt mit dem migrantischen Lebensmitteleinzelhandel, um das Thema Mehrwegtüten statt Plastiktüten dafür zu sensibilisieren. NABU untersucht
Best Practices hinsichtlich der Nachhaltigkeit im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Und die Deutsche Umwelthilfe hat eine aktuelle Kampagne, die sich mit dem 320.000 Coffee-to-go-Becher, die jede Stunde in Deutschland anfallen, beschäftigt. Bundesverband Naturkost Naturwaren ist die politische und wirtschaftliche Interessenvertretung der Biobranche. 2014 entwickelten sie einen Verpackungsleitfaden zum Serviceverpackungen im Naturkostfachhandel. Und wir haben neben Zero Waste Europe zwei weitere Netzwerke morgen dabei. Circular Economy Network Germany ist ein neu gegründeter Verein in Berlin. Das ist ein Treffpunkt für Akteure aus der Kreislaufwirtschaft im erweiterten Sinne, aus der Circular Economy. Und Zero Waste Scotland, das sind die in Scotland nationale Experten für Ressourceneffizienz und Circular Economy, die dann direkt bei der schottischen Regierung arbeiten. Sind auch staatlich gefördert. Das ist unsere Gruppe und ich bedanke mich auch im Namen aller Teilnehmerinnen bei der Bildstiftung für die Gelegenheit zum Austauschen morgen und uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Infomaterialien zu den jeweiligen liegt auf dem Tisch und das sind meine Kontaktdaten. Bei Fragen zum Workshop oder zum Unverpacken können Sie sich gern bei mir melden. Vielen Dank.